Kein Verstand. Was denn? Ich glaube, es ist hoch an der Zeit, dass wir dem Volk zeigen, wie wir zum Kaiser geworden sind. Aber Majestät, in diesem Film sind Majestät noch nicht Majestät. Ja, die Wahrheit ist dem Volk zuzumuten, sei verstanden. Also bitte. In einer kleinen Ortschaft in der Nähe der Stadt Wien sollte sich das Schicksal eines ganzen Landes und infolge das der Kronländer ändern. Das sehe ich ja nicht, jetzt hol ich da nicht. Was ist mit dir? Nimm Bier bitte. Servus, Kaiser. Dir hat es gerade noch gefällt. Was mich fragst, sind die Politiker alle Dien? Ja, das Parlament gebürtisiert. Richtig? Richtig! Schau, jetzt redet er wieder mit einem selber. Ja, schau! Was natürlich jetzt ist ein Wahnsinn! Putzer! Das kostet ja alles ein Geld. Ich krieg's nicht aus. Geht noch nichts mehr. Sonst zuckt uns wieder aus. Gehen wir heim, wir sind eh schon so angesoffen. Sicher nicht. Ich habe einen Vorschlag für dich. Du gibst dir noch ein Bier und ich gebe dir einen Glückstein. Das ist auch von seinem Häusl. Richtig, das ist ein Seifenstein. Jetzt gib mir ein Bier. Ein Bier sollst du mir geben, du Austräger der Kamelfärschen. Von mir kriegst du nichts mehr. Ja, gut. Dann gib mir wenigstens du mir ein Bier. Vorwärts! Schließ mit euch zwei Kiwi-Kinder, gib's mir ein Bier! Robert Heinrich! Schieß recht! Robert Heinrich, du bist erwählt, dieses Land aus seinem Elend zu führen. Junge, heute geht sich das niemals! Robert Heinrich, ab sofort bist du Robert Heinrich der Erste, durch Gottes Gnaden Kaiser von Österreich. Was wollt ihr von mir? Na, ist dann. Na, sei verstanden. Was ist? Können wir das mal weiterkommen? Für mein Land zu regieren. Zu viel, was ist? Vorwärts.